An seinem verwundeten Arm verspürte Ell ein merkwürdiges Gefühl. Er ließ seinen Blick von dem Galka-Ritter wegschweifen und betrachtete seine Verletzung. Ohne dass es ihm aufgefallen war, umgab ein weißschimmernder Glanz seinen Arm. Trotz seiner geringen Kenntnisse vermutete er, dass es sich dabei um einen Heilzauber handelte. Er spürte eine angenehme Wärme, so als ob eine sanfte Brise seinen Arm streichelte. Wahnsinn. Gerade noch hatte die Wunde einen tiefen Spalt geglichen, auch wenn man es jetzt wegen des vielen Blutes nicht mehr sah. Gleich nach dem Hieb war der weißschimmernde Knochen ganz genau zu erkennen gewesen. Jetzt hatte die heftige Blutung bereits aufgehört. Der rosafarbige Boden des Spalts hob sich langsam, während Al darauf starrte. Der Knochen, das Fleisch und die Sehnen regenerierten sich von innen. Die dünnen Adern wuchsen von beiden Seiten des Spalts zusammen und gruben sich in das geschwollene Fleisch. Bald nachdem Al seine Finger wieder bewegen konnte, spürte er schließlich Schmerzen in der Wunde. Diese gingen über in ein leichtes Pochen, das schließlich einem Gefühl der Taubheit wich. Als das weiße Schimmern weg war, blieb von der Wunde nur eine rote Linie auf der Haut zurück. Auch diese verschwand nach einigen Momenten. »Es ist besser, wenn du nicht gleich aufstehst.« Trotz dieser Warnung richtete er seinen Oberkörper auf und fühlte sofort einen leichten Schwindelanfall. Der Blutverlust forderte seinen Tribut. »Danke schön.« Wenigstens brachte er diese Worte über die Lippen. Hätte Al das nicht geschafft, obwohl ihm gerade jemand das Leben gerettet hatte, würde er sicher von seiner strengen Großmutter und seiner Mutter zu Hause in seinem Heimatdorf einiges zu hören kriegen. »Du brauchst dich nicht zu bedanken. Es ist selbstverständlich, dass wir Abenteurer uns gegenseitig helfen. Aber hier in dieser Küste ist ihr Territorium. Wusstest du das nicht? Du solltest nicht leichtsinnig an einen solchen Ort kommen.« Bei dem Wort »ihr« zeigte der Galka-Ritter auf den Goblin. »So ist es, genau wie mein Onkel sagt. Du bist zu unbesonnen«, bekräftigte das Mädchen, als es hinter dem Rücken des Ritters hervortrat. Sie kniete nieder, hob Els Schwert auf und, als ob sie El am Reden hindern wollte, der ihr am liebsten sogleich widersprochen hätte, hielt sie ihm mit beiden Händen sein Schwert vor das Gesicht. Das kurze Schwert, das El hatte fallen lassen. Es war ein wertvolles Stück, das er zusammen mit Gesundheit. »Macht nichts.« Es war ein wertvolles Stück, das er zusammen mit seinem Lederpanzer gekauft hatte, als er das Dorf verließ. Es war sehr teuer gewesen. »Ein Glück, dass es nicht im Meer gelandet ist«, dachte er bei sich. »Brauchst du es nicht mehr?«, fragte das Mädchen und guckte ihn herausfordernd an. »Doch!« Mit mürrischem Gesicht nahm er sein Schwert entgegen. »Hoffentlich bin ich nicht gerade rot geworden.« Die schwarzen Augen des Mädchens verursachten Al einiges an Herzklopfen. Große, rabenschwarze Augen. Wie Obsidian, was zwar ein sehr gewöhnlicher Vergleich war, aber noch der beste, der Al in dieser Situation einfiel. Und genau diese Augen musterten ihn jetzt unverwandt. Zum ersten Mal schaute er sie genauer an. Das Mädchen hatte ein wunderschönes Gesicht, vielleicht war sie ein oder zwei Jahre jünger als Al. In seinem Dorf gab es kein einziges Mädchen von solcher Schönheit. Ihr schwarzes Haar glänzte im Schein des Sonnenlichts wie Ebenholz. Ihr Gesicht dagegen war zart und weiß. Doch nicht so weiß wie bei einer Kranken, sondern sehr lebhaft. Das geschmeidige Haar fiel auf ihre Schulter und bedeckte auch den Kragen ihrer weiten weißen Robe. Als sie sich ihm näherte, fiel ihr Haar weich wie Seide in ihre Stirn. Unwillkürlich überkam ihn der Wunsch, sie an den Haaren zu ziehen. Jetzt endlich konnte er einen gleichaltrigen Jungen in seinem Heimatdorf verstehen, der ein Nachbarmädchen mit Pferdeschwanz ständig an den Haaren gezupft hatte. Ein Mann konnte wohl nicht anders, als das Haar einer Frau zu berühren, sobald sein Blick darauf fiel. Dass das nicht unbedingt auf jedes Haar zutraf, Entschuldigung, jetzt möchte ich mal kurz sagen, was für ein Schwachsinn. Aber lesen wir mal weiter. Gleich. Dass das nicht unbedingt auf jedes Haar zutraf, daran dachte Al noch nicht. Sie ist schon... Jetzt fängt es aber langsam an mit den Fehlern. Sie ist schon ziemlich... »Hübsch!« Das liebliche Lächeln des Mädchens ließ sein Herz eine Spur heftiger schlagen. Er vergaß völlig, dass sie ihn gerade noch unbesonnen genannt hatte. Bevor sein Herzschlag sich beruhigen konnte, öffnete das Mädchen den Mund. »Ich schätze, du bist doch ein Neuling unter den Abenteurern, weil du ein solches Spielzeugschwert hast, stimmt's?« Das Mädchen hob ihren Stock vom Boden auf, richtete sich auf und stemmte ihre Hand in die Hüfte. »Unbesonnen bist du!« »Du kannst ja noch nicht mal die Stärke deines Gegners richtig einschätzen«, höhnte sie herablassend und warf sich vor ihm mächtig in die Brust.
Was geht dich das an, Kleine? Von der Schärfe ihrer Worte wurde Elle fast wieder schwindelig. Ein solches Gesicht und dann diese Art zu sprechen, das verstieß gegen jede Regel des Anstands. Wage es nicht, so mit mir zu sprechen, du Herumtreiber. Ich habe einen Namen. Ich bin Iris. Iris. So dozierte sie mit erhobenem Zeigefinger, wie eine Mutter, die ihr Kind ermahnte. Elle fand das ziemlich unverschämt. Dann nimm du bitte zur Kenntnis, dass ich auch einen Namen habe. Alfred. Alfred. Ich bin nicht hierher gekommen, um gegen einen Goblin zu kämpfen. Ich hatte nicht damit gerechnet, auf einen Goblin zu treffen. Die zweite Hälfte seiner Rede verpuffte kläglich. Was sie gesagt hatte, war ja vollkommen richtig. Außerdem war ihm seine Ausrede vor dem Ritter, der neben ihr verharrte, peinlich. Wenn dieser Geiger ihn als Neuling behandelt hätte, hätte er es einfach hingenommen. Ja. Jetzt komme ich raus, total. Entschuldigung. Ich habe auch nur 13 Formel. Das schaffe ich. Klick, klick. Und warum bist du hierher gekommen? Erkundigte sich der Ritter. Weil. Achtung, hinter euch! Im Rücken des Ritters bildete sich eine Staubwolke. Der Boden, der zunächst kreisförmig eingestürzt war, erhob sich im nächsten Moment, dann sprang ein weißer, dünner Körper heraus. Der Steinfresser. Genau in dem Augenblick, als Elle aufschrie, griff der Geigerritter bereits zum Schwert, das er auf den Rücken geschnallt hatte, kehrte sich um und hieb mit seiner Waffe im Bruchteil eines Augenblicks diagonal nach unten. Der schrille Laut des Steinfressers malträtierte das Trommelfell. Ein klägliches Geheul, bei dem man sich am liebsten die Ohren zuhalten wollte. Den Körper in zwei Teile getrennt, fiel der Steinfresser zu Boden. Seine Tentakel zappelten noch einige Male wie im Krampf, dann bewegten sie sich nicht mehr. Er konnte es kaum glauben, wie man dieses gewaltige Schwert mit solcher Geschwindigkeit führen konnte. Wahnsinn! Er stieß den Atem aus, den er für einen Moment angehalten hatte. Dann stand er auf, zückte das Messer, das in seiner Hüfte hing, und näherte sich dem Steinfresser. »Hey, was hast du denn vor?« rief Iris hinter ihm, aber Elle erwiderte nichts. Es ging schneller, wenn er es ihr einfach zeigte. »Du bist also auf der Suche nach Erzgestein?« Der Geigerritter schien verstanden zu haben. Elle zog den hinteren Teil des Steinfressers, der noch im Boden begraben war, heraus, dann stieß er ihm sein Messer in den Leib. Mit einer fließenden Bewegung wollte er ihn aufschlitzen, doch dieser Körper war viel härter als gedacht. »Mit so einem Messer geht das nicht. Nimm dieses.« Al ergriff das Kurzschwert, das der Geiger ihm reichte und dessen Klinge fast dreimal so lang war wie eine Faust. Das Kurzschwert war in einem ausgezeichneten Zustand, denn es war durch den harten Körper des Steinfressers gedrungen wie Butter. Unglaublich scharf. Im Körper des Steinfressers hatten sich die zerkauten Felsen zu matschigem Schlamm verwandelt. Die kleinen Tiere und Insekten, die darin steckten, waren größtenteils bereits verdaut. Iris beobachtete, wie Elle seine Hand in den Brei hineintauchte und darin herumwühlte, während sie ihre Hände vor den Mund hielt und ein Gesicht zog, als müsste sie sich gleich übergeben. Sicher war das kein besonders angenehmer Anblick. Elle spürte etwas Festes, griff zu und zog es heraus. Als er seine Faust öffnete, jubelte Iris, ohne es zu wollen. »Wie schön!« Auf seiner Handfläche lag ein glänzender Stein. Ein schöner, roter Metallstein. Betrachtete man ihn im Sonnenschein, glänzte er, als schwebten Flammen in ihm. Er war von ziemlich hoher Reinheit. Ein fast runder Klumpen, doch auch einige ebene, kristallartige Flächen waren zu sehen. »Ein Kristall ist das nicht, oder?« forschte Iris, deren Äußerung man entnehmen konnte, dass sie eine Magierin war. Nein. Dum-dum. »Ein Kristall ist das nicht, oder?« forschte Iris, deren Äußerung man entnehmen konnte, dass sie eine Magierin war. »Nein, ein Zinkerz. Er gehört zur Sorte der Hochrot-Zinkerze. Ein ziemlich großes Stück. Von guter Qualität«, erläuterte der Geiger, als ob er ihr Unterricht erteilen wollte. Elle nickte zustimmend. »Er würde wohl als Edelstein durchgehen. Gut, dass es kein wertloser Stein war. Er hatte Glück, schon bei seiner ersten Jagd ein solches Stück ergattert zu haben. Er ist wirklich wunderschön.« Ihre schwarzen Augen glänzten, als sie den Stein in Els Hand betrachtete. Sie schien völlig vergessen zu haben, woher dieser Stein kam. El machte ein säuerliches Gesicht und musste unwillkürlich lachen. So verlief die erste Begegnung von El und Iris.